Ladies and gentlemen, attention please. Herzlich willkommen zum 10-jährigen Jubiläum der Gesundheits- und Sportwoche. Keine Anglizismen, mittlerweile so viel, dass du durchdrehst. Beispiel: Parfümkette Douglas hatte ja den Slogan Come in and find out. Dann dachte 67% der Befragten, das heißt, komm rein und find wieder raus. Oder der Fernsehhersteller Löwe hatte den Slogan Stimulate your senses. Da dachte eine überwältigende Mehrheit der Befragten, das heißt, stimulier deine Sense. Ich fand den Abend sehr interessant, vor allem hat mir natürlich der Christoph Sonntag sehr gut gefallen, da ich ein großer Fan bin. Ja, mit Christoph Sonntag haben wir ja gerechnet, aber Peter Schilling ist noch oben drauf gelegt worden, war super. Sehr abwechslungsreich. Ja, hat Spaß gemacht. Wir wissen ja, dass wir zu einer guten Veranstaltung kommen. Seit 10 Jahren sind wir fast schon jedes Mal dabei und hat auch heute wieder Spaß gemacht. Wir waren eingeladen worden von unseren Handwerker des Vertrauens. War ein sehr, sehr schöner Abend. Hat Spaß gemacht. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Auch jetzt zum Schluss. Musikalische Umrahmung. Perfekt. Gut, also meine Eltern hören SWR3 und deshalb wusste ich auch ein bisschen was über Christoph Sonntag und ich fand es echt interessant und unterhaltsam. Toller Mix, alles kurzweilig, Musik, Kabarett, alles dabei, besser hätte es nicht sein können. Und wenn früher mein Vater in der Polizeikontrolle gekommen ist, hat das Fenster aufgemacht, sagt der Polizist, haben Sie was getrunken, Herr Sonntag? Sagt mein Vater, bah, du hast 13 Schorle. Sagt der Polizist, fahren Sie gut heim und grüßen Ihren Vater. Wenn heute ein moderner Mensch in eine Polizeikontrolle kommt und der Polizist fragt ihn, haben Sie Drogen und Alkohol? Sagt der moderne Mensch, hau bloß ab, du Schnorrer. Ich fand es erstmal die Location ein Hammer. Also ich war hier schon mit den Kindern logischerweise, aber hier auftreten zu können ist natürlich fantastisch. Dann das Motto natürlich super, dann, dass die Stiftung profitiert. Ich meine, es gibt einfach nichts Besseres, als wenn du arbeiten kannst und gleichzeitig weißt, dein Herzensanliegen hat danach wieder Geld, um weiterarbeiten zu können. Ist super. Und die Leute waren super gut drauf und waren alle hier an meinem Tisch und haben eine Broschüre mitgenommen. Und wer weiß, ob die Stiftung nochmal anders unterstützt. Ich fand es ein rundum gelungener Abend. Perfekt. Ihr erklärt euch mit mir solidarisch und singt den Schlussrefrain nochmal richtig inbrünstig mit. Ihr dürft euch gerne auch hinstellen. Ja, ich habe gerade eben viele lachende Gesichter gesehen. Ich habe eine heitere Stimmung gehört und ich glaube so, diese Euphorie, die wahrnehmbar war, dass es allen gefallen hat und es war gut hier zu sein. Um Gottes Willen, Schwaben stehen auf. Wow, wow, die Schwaben stehen auf. Ich hab's geschafft. Danke.